Moin Leute, heute habe ich eine neue Folge des schlimmsten LKW-Fahrer für euch. Wenn ihr mir eure Dashcam-Videos senden wollt, könnt ihr das an die jetzt eingeblendete E-Mail-Adresse machen. Legen wir los! Besser geht es doch gar nicht. Luftgekühltes Fleisch. Warum hat er da jetzt überhaupt die Spur gewechselt? Echt unnötig. Was sagt ihr? Der LKW-Fahrer muss den doch gesehen haben, dass der da ist. Das nenne ich einen teuren Arbeitstag. Der hat zumindest gesehen, dass es nicht geht und hat früh genug abgebrochen. Genau deswegen immer in den Spiegel gucken. Zum Glück ist da ein LKW gefahren und kein PKW, da wäre es vorbei gewesen. Echt gut reagiert vom LKW-Fahrer, so konnte der PKW-Fahrer früh genug reagieren. Und das nur, damit er überholen kann. Das war's doch komplett! Warum fährt der LKW überhaupt rückwärts? Und warum reagiert der Autofahrer nicht? Das sieht man doch! Das war wirklich unnötig, genau da zu überholen. Genau wie der. Warum überholt man überhaupt bei so einem Wetter? Genau deswegen ist Ladungssicherung so wichtig. Das ist gerade bei 90 km/h passiert. Nur ein kleines bisschen weiter und das Rohr wäre ab gewesen.
Freunde, welchen Fahrer fandet ihr am schlimmsten? Schreibt es in die Kommentare. Ich fand die Nummer 13 am schlimmsten. Das war wirklich eine unnötige Aktion vom LKW-Fahrer. Und das bei so viel Schnee. Da hätte es auch noch glatt sein können. Schöne Grüße gehen raus an DJ Maxim, Hasna Abritel, Naten und Y-Gaming. Vielen Dank für euren Support, Freunde. Ihr seid wirklich die Besten. Wenn euch das Video gefallen hat, vergiss nicht eine Bewertung dazulassen. Bis zum nächsten Video, Freunde. Ciao.